Ich hab dich. Es gibt das Böse in der Welt und es kommt von den Menschen. Aber die Menschen werden nicht ruhen, bevor sie diese Welt und die Tiere auf ihr vernichtet haben. Ich hab dich. Es gibt das Böse in der Welt und es kommt von den Menschen. Aber die Menschen werden nicht ruhen, bevor sie diese Welt und die Tiere auf ihr vernichtet haben. Hazel, das Unheil aus meinem Traum. Es kommt von hier. Die Felder sind mit Blut bedeckt. Etwas Schreckliches und Entsetzliches wird hierher kommen. Lauf! Bist du ganz sicher, Fiver? Ich sage es dir als dein Bruder. Du musst mir glauben. Der Maus, der Stein! Wo die Menschen sind, ist auch der Tod. Wenn du hier bleibst, werden sie dich finden. Jetzt lauf! Schnell, Beeilung! Ist irgendwas? Was geht hier vor? Los, rett! Wir sind zu langsam. Wir sind erledigt. Komm her! Ich weiß, dass ich nur einmal falsch entscheiden müsste. Und wir werden alle tot. Wir sind dir hierher gefolgt, weil du uns ein besseres Leben versprochen hast, Hazel. Ich bin kein Anführer. Was dich zu einem guten Anführer macht, ist, dass du das Beste in uns zum Vorschein gebracht hast. Du darfst nicht aufgeben. Es gibt noch Hoffnung. Steckt noch Kampfgeist in dir. Sie wollten vielleicht keinen Krieg, aber wir werden einen bekommen. Es wird mir ein großes Vergnügen bereiten, dich zu töten. Sturm die Gänge! Hazel! Ihr habt euch die Freiheit so hart erkämpft. Aber jetzt müsst ihr alles dafür geben, frei zu bleiben. Es verteidigen. Ho, 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 meine lieben Serienfreunde, willkommen zurück hier an den Weihnachtsfeiertagen auf Stream Wars. Animationsfilme und Serien sind heute erwachsener denn je. Formate wie Rick und Morty oder BoJack Horseman werden ja mittlerweile explizit für ein Publikum im Erwachsenenalter konzipiert und selbst Animationsfilme von Disney oder Pixar überlegen sich immer mal wieder neue Wege, um auch den Eltern, die mit ihren Kindern die Kinos besuchen, zu gefallen. In den 70er Jahren war das allerdings alles noch anders. Zu dieser Zeit waren Zeichentrick und Animationsfilme fast noch untrennbar mit der jungen Zielgruppe verbunden. Das erklärt auch, warum der 19 von Kaninchen, die aus ihrem angestammten Zuhause entfliehen müssen und im englischen Hügelland Watership Down eine neue Heimat finden. Statt niedlichen Kaninchen bekamen Zuschauer aber einen zuweilen grausamen Flüchtlingsthriller vorgesetzt. Doch der britische Film hinterließ auf diese Weise Eindruck und wird trotz seiner verstörenden Wirkung zu einem der besten britischen Filme aller Zeiten gezählt. Inhaltlich hält sich die neue Serie recht nah an frühere Versionen. Kaninchen Fiver hat zu Beginn der Serie eine Vision, wonach der Bau der Kaninchengruppe bald zerstört werden wird. Von dieser Vision erzählt er daraufhin seinem Bruder Hazel, der so viele Artgenossen wie möglich zusammentrommelt, um der drohenden Gefahr zu entfliehen. Bei der Suche nach einer neuen Heimat sehen sich die Tiere allerdings einer Reihe unterschiedlicher Gefahren ausgesetzt. Unten am Fluss stützt sich dabei auf die mythologische Fabel, dass Hasen die ursprünglichen Bewohner der Erde waren. Weil diese sich aber so schnell vermehrten, schuf der Sonnengott verschiedene Raubtiere, um deren Anzahl wieder zu dezimieren. Zu den Gefahren, die in Unten am Fluss auftauchen, gehören daher auch Füchse, Katzen oder Hunde, die zwar als Widersacher auftreten, teilweise aber nicht in der Form, in der man glaubt. Dennoch resultiert die spannendste Frage darin, welche Form von Gesellschaft entsteht durch Lebewesen, die ihr ganzes Leben als Beute verbringen. Die Serie gibt sich sehr viel Mühe, so wenig Stereotype wie möglich zu bedienen und den Zuschauer stattdessen dazu zu motivieren, sich ein eigenes Bild zu machen. Auch deswegen ist das Format wesentlich mehr für Kinder geeignet als der Film von damals. Bedenkenlos sollten Eltern ihre Kinder dem Format aber auch wieder nicht anvertrauen. Zwar beschränken sich die Szenen über die Zerstörung des Lebensraums und die Flucht der Kaninchen, ja, auf einigermaßen familienfreundliche Montagen. Gerade in Folge 1 folgt allerdings auch noch die ein oder andere moderat gruselige Szene, ohne dass es visuell jetzt zu explizit wird. Denn das ist eben der große Unterschied zum Film. Der Grusel in der Serie beschränkt sich mehr auf die Atmosphäre als auf die Bilder. Die BBC selbst empfiehlt daher die Serie im Alter von mindestens 8 Jahren. Erzählerisch funktioniert die Serie Unten am Fluss tadellos, doch bildlich könnte die Serie gerade für junge Zuschauer ein Problem darstellen. Die Serie hat nämlich wenig mit der animationstechnischen Brillanz von Pixar- oder Disney-Filmen gemeinsam, die heutzutage ja, nun einmal den Maßstab für anspruchsvoll animierte Unterhaltungsware ist. Stattdessen wirkt Unten am Fluss teilweise wie ein Computerspiel kurz nach der Jahrtausendwende, da bot sogar der 40 Jahre ältere Film mehr Schauwerte mit handgemalten Animationen und Hintergründen in Wasserfarbenstil. Gerade bei Bewegungen werden dem CGI hier klar die Grenzen aufgezeigt. Und Kaninchen,
ja, die bewegen sich blöderweise verhältnismäßig häufig. Auch wenn das Remake anders als sein Vorgänger aus den 70er Jahren eher wie ein Familien-Action-Film daherkommt, ist die vierteilige Miniserie in unseren Augen durchaus eine kleine kostbare Serienperle, die vielen Zuschauern gerade thematisch ganz unterschiedliche Dinge abgewinnen wird. Manchen Netflix-Abonnenten aber womöglich auch gar nichts. Wir sind hier auf jeden Fall auf eure Reaktion gespannt und natürlich auch, ob ihr das Original damals bereits gesehen habt. Lasst uns da unbedingt einen Kommentar unter diesem Video da und schreibt euch alles von der Seele, was euch zu dieser Miniserie auf der Seele brennt. Wir wünschen euch entspannte Weihnachtsfeiertage, kommt gut ins neue Jahr und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.